Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt seit über einem Jahr auf Teneriffa. Wir sind, also meine kleine Familie und ich, mein Mann und mein Sohn. Ja, wie ihr in vorherigen Videos sehen könnt, nehmen wir euch gerne mit auf Ausflüge, die wir hier machen. Diesmal haben wir keinen Ausflug gemacht, sondern wir sind zu einem Trödelmarkt gefahren, um bestimmte Sachen zu suchen. Uns kam dann die Idee, mehrere Trödelmärkte zu zeigen und euch einfach mitzunehmen und euch die Trödelmärkte vorzustellen. Mit Trödelmärkten meine ich halt, die heißen hier Rastros. Und ich will noch mal kurz zusammenfassen, dass es mehrere Arten von Märkten hier gibt, natürlich. Und das ist einmal, gibt es natürlich die Wochenmärkte, wo es viel Obst und Gemüse gibt, also hauptsächlich. Und dann gibt es Kunsthandwerksmärkte und es gibt Trödelmärkte, wo es zum größten Teil Secondhand-Sachen gibt, was aber oft auch vermischt wird mit neueren Sachen, also was auch vorkommt. Um das Ganze jetzt kurz zu machen, wir nehmen euch jetzt mit zu dem ersten Trödelmarkt in Puerto de la Cruz. Zwar ist das der Rastro Municipal. Der Trödelmarkt, der ist mittwochs und samstags von 9 bis 14 Uhr. Ja, und wir zeigen euch jetzt erstmal ein paar Eindrücke und ich erkläre dann, wie es uns dort gefallen hat. So, jetzt hatten wir tatsächlich ein bisschen Glück und haben irgendwie drei Vinyls bekommen irgendwie an einem Stand. Sonst gab es an Platten eigentlich nichts. Ich glaube, ein, zwei Stände habe ich noch gesehen, wo es irgendwie so alte, klassische spanische Musik gab. Aber das war jetzt nicht, ist nicht unbedingt unser Musikgeschmack. Und, meiner schon, aber zählt ja nicht. Naja, du zählst schon, aber sie hört ja keine Vinyls mehr oder sie hat auch keinen Plattenspieler mehr. Und nee, ich habe für meinen Vater geguckt, aber die Sachen, die hat der ja schon, also die habe ich ihm CDs. Schon geschenkt. CDs, ja, genau, CDs. Und ja, Calvin hat mit mir die Platten ausgesucht und guckt natürlich auch mal nach analogen Filmkameras, aber genau. Da haben wir leider auch nichts gefunden heute. Obwohl, ich glaube, eine Kompaktkamera gab es irgendwo. Ja, jetzt habt ihr ja einige Eindrücke gesehen von dem Markt. Ich fand den Markt, also mein persönlicher Eindruck ist, ich fand den Markt sehr nett, also sehr entspannt. Erstmal war es nicht zu heiß an dem Tag. Insgesamt ist es halt sehr entspannt. Ich habe mir ja zwei Paar Ohrringe gekauft, die allerdings nicht Secondhand sind. Die sind halt selbstgemacht, handgemacht, aber halt nicht Secondhand. Das sind die Ohrringe, ich zeige euch die kurz. Und das sind die zweiten, die ziehe ich jetzt nicht an. Wie man sieht, handmade, also handgemacht.
Und schwupps sitze ich auch hier. So, ich wollte noch mal ganz kurz erklären, weil wir hätten es beinahe falsch gemacht. Wir haben irgendwo geparkt, wo wir da letztendlich durch den Hintereingang rein sind. Und der Hintereingang ist im obersten Stockwerk, ist eine Terrasse, wo auch Trödelmarkt ist. Und da sind wir angekommen. Und dann sind wir von der obersten Stockwerk-Terrasse in das Gebäude rein, haben entdeckt, in dem Gebäude selber ist auch noch Trödelmarkt, ganz unten im Erdgeschoss. Aber da müssen wir dann 3 Etagen runterfahren. Dazwischen sind Cafés und andere Geschäfte und Markt, halt so Frischmarkt und Lebensmittel. Und unten im Erdgeschoss ist dann auch Trödelmarkt. Und wenn man unten dann rausgeht, oder in dem Fall, wenn man von der irgendwo anders parkt und man kommt unten rein, dann ist es halt umgekehrt, dass man auch wissen muss, dass oben auch noch Markt ist. Also unten im Erdgeschoss ist Markt plus auf der Terrasse vor dem Eingang dieses ganzen Gebäudes. Dort ist Trödelmarkt. Und dann gehen die Rolltreppen hoch oder halt runter. Ganz oben draußen ist auch Markt. Also es ist nicht nur auf einer Ebene, sondern es ist auf 2 Ebenen der Markt. Und jetzt übergebe ich wieder. Der zweite Trödelmarkt, wo wir waren, der ist in Guasa, in Arona, in der Nähe von Las Galletas. Der hat von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr auf. Und zwar immer freitags, samstags und sonntags. Jetzt zeige ich euch wieder ein paar Eindrücke, damit ihr euch auch mal selber ein Bild machen könnt. Unglaublich, wie viele Bücher es hier gibt, aber genial. Gerade entdeckt, dass man hier auch Betten kaufen kann. Sehr genial. Das ist ja auch genial für Handarbeiten. Hier solche Läden findet man ja im Prinzip gar nicht mehr. Hola, perdón, ¿qué precio tiene? 15. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich mir gerade gekauft habe. Ein Euro. Ja, wie ihr sehen konntet, ist dieser Trödelmarkt weitgehend überdacht. Also das heißt, wir haben viel Schatten dort. Und für mich war das sehr entspannt, weil ich konnte mit dem Hund da lang gehen. Und es gibt dort hauptsächlich Secondhand-Ware, also wenig neues Zeug. Und man findet ja über Kleidung, über Möbel, über Haushaltsware alles Mögliche gebraucht. Wir waren freitags da und es hatten auch nicht alle Stände dort auf. Was mir positiv aufgefallen ist oder was ich sehr angenehm fand, ist, dass halt alles im Schatten war. Und es gibt dort auch so eine Cafeteria drin. Also man kann auch sitzen und trinken und essen. Die Atmosphäre fand ich sehr gut dort. Von den einzelnen Sachen waren jetzt keine wertvollen Antiquitäten. Also es gab sehr viel, ja, wie ich sagen würde, Ramsch. Und dennoch habe ich was gekauft. Ich werde euch das nicht vorenthalten. Ich zeige euch jetzt mal, was ich mir gekauft habe. Ja, wie ihr seht, habe ich mir ein Hippie-Kleid gekauft.
Aber das war neu, also das war nicht gebraucht. Da gab es einen Stand mit neueren Sachen. Es steht drin, dass es echte Seide ist. Hat 15 Euro gekostet. Und die Ohrringe haben 1 Euro gekostet. Die sind auch selbst gemacht. Aus ganz leichtem Material, also Holz. Aus Holz sind die gemacht. Die Kette hat 1 Euro gekostet. Das war also meine Errungenschaft auf dem WhatsApp-Markt. Und ich habe mir 2 Armbänder geholt. Die waren beide 1 Euro und sind sehr schön und lohnt sich auf jeden Fall. Der nächste Rastro, den wir besucht haben, ist der Rastro Las Schafiras. Und der ist immer sonntags auf, von 7 Uhr schon. Und ich bin mir nicht sicher, ob der bis 14 oder, also bis 13 oder bis 14 Uhr auf hat. Ich hatte das Gefühl bis 13 Uhr. Ich muss ehrlich gestehen, wir waren wieder spät unterwegs. Also wir kamen, ich glaube, so um 12:30 dort an. Und die Leute finken langsam schon an, die Sachen wieder einzupacken. Ja, der Trödelmarkt liegt ziemlich in so einem Art Industriegebiet und ist nicht überdacht. Also es gibt dort keinen Schatten. Aber ich zeige euch erstmal ein paar Eindrücke. Also meine subjektive Beurteilung zu diesem Trödelmarkt ist, es gibt sehr viel Trödel, was halt auch zu dem Trödelmarkt gehört. Ich habe während des Trödelmarkts gesagt, dass dort viel Schrott rumliegt. Was ich damit sagen wollte, ist die Art und Weise, wie manche Sachen präsentiert waren, die, ich nenne mal ein Beispiel. Beispielsweise waren da oft so Berge von Kabeln ineinander. Man konnte halt überhaupt nichts daraus entwirren. Yoshi hat halt nach Platten gesucht. Es gab massig Platten, Schallplatten. Es gab Berge von Platten. Nur die waren halt alle gestapelt, übereinander gestapelt. Und man konnte die halt nicht so durchgucken. Was halt nachteilig war. Das Gesamtbild dadurch bedingt, dass vieles einfach auf so einen Haufen geschmissen wurde und nicht schön präsentiert wurde, ist in meinen Augen eher negativ. Was ich positiv fand, ist, dass es trotzdem dort überdacht, also es war ja nichts überdacht dort, dass es dort überdacht halt so ein kleines Café gab oder Bistro, dass man halt sitzen konnte. Es gab sogar Toiletten dort, also das fand ich positiv. Was halt auch negativ für uns war, dass wir halt wieder relativ spät dort waren. Die Mittagshitze natürlich schien und es war knalleheiß.
Die Leute waren teilweise auch ein bisschen genervt, weil ich vermute, weil einfach zu wenig los war. Vielleicht war morgens etwas mehr los, ich habe keine Ahnung. Und ja, ich habe da nichts gekauft. Hatte auch die ganze Zeit Pelusi auf dem Arm, weil der Boden heiß war und da war so ein Steinboden. Also den alten Hund hätte ich da halt auch nicht laufen lassen wollen. Bis auf einen Stand gab es ausschließlich Secondhand-Sachen, die aber zum größten Teil, das war jetzt nicht überall, aber doch zum größten Teil halt einfach nicht schön präsentiert waren. Mir hat es nicht so gut gefallen. Ich würde da persönlich nicht nochmal hinfahren. Aber das ist nur meine subjektive Meinung. Jetzt kommen wir zu dem letzten Trödelmarkt, was sicherlich auch die Hauptattraktion auf Teneriffa ist. Und zwar ist das der Trödelmarkt in Santa Cruz. Jeden Sonntag von 9 bis 14 Uhr und ist gigantisch groß und man findet dort im Prinzip alles. Das heißt, viele Stände, die nur Secondhand verkaufen, Stände, die neue Ware verkaufen. Da gab es auch relativ viele, fand ich diesmal. Und auch ja, Kunsthandwerk, also gab es auch teilweise. Es gab antike Sachen. In den meisten Fällen waren die Sachen halt auch sehr gut präsentiert, übersichtlich, schöne, ja, schön aufgemachte Stände. Also das war alles top. Zudem kann man wirklich, wirklich einen langen Zeitraum einrichten, wenn man dorthin geht, weil man hat sehr viel abzulaufen. Ja, an dieser Hauptstraße ist halt alles durch die Bäume automatisch im Schatten. Und ja, es gibt halt eine Vielzahl von Waren, die angeboten werden, wie viel Secondhand. Dann gibt es viel neue Stände, also mit neuen Kleidungsstücken. Und es gibt auch Kunsthandwerk, also selbstgemachte Sachen. Ja, also haben halt nach einem Café gesucht, nachdem wir da einige Weile rumgelaufen sind. Und das ist halt ein Problem, weil es gibt einige Cafés, klar, weil es liegt ja in der Hauptstadt, die natürlich alle frappelvoll sind. Weil wir nicht die Einzigen waren, die nach einem Café gesucht haben. Gut, wir haben es dann doch geschafft, einen Platz zu finden. Und danach war es schon kurz vor Feierabend und wir sind nochmal richtig fündig geworden. Das heißt, die Jungs haben sich Ketten gekauft und zwei Hosen. Ich habe dort nichts gekauft, habe aber Calvin da reingequatscht, sich eine Batikhose zu holen. Weil ich die so toll fand. Ich habe gesagt, ich würde die auch anziehen. Ich denke aber, dass die mir gar nicht so gut steht. Deswegen präsentiert Calvin euch die Hose jetzt. Ich finde die super cool. Ich liebe Batik-Sachen. Die Hose an sich war neu, war recht teuer. Also teuer im Vergleich zu sonst den Waren, die es so gab. Also die hat 15 Euro gekostet. Hier seht ihr Calvin. Mit der coolen Batikhose. Also wie gesagt, die Hose, die finde ich super cool. Ja, weil die Hose so schön war, haben wir natürlich direkt noch eine gekauft. Ja, ihr Lieben, das war's mit unserer Trödelmarkterfahrung, die wir gemacht haben. Und
Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Es gibt vielleicht noch mehr Trödelmärkte auf der Insel. Wir hatten nicht mehr Zeit, um noch mehr abzufahren oder nach mehr Trödelmärkten zu gucken. Ja, das war die Zusammenfassung aller Märkte, die wir uns jetzt die letzte Zeit so angeguckt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ciao.